Hey Leute, was macht ihr so? Ich weiß nicht, was ihr am Wochenende vorhabt, aber ich will euch das Wochenende wieder mal versüßen mit einem neuen Video. Bloß ich habe überhaupt keinen Plan, wen ich mir da jetzt vornehmen will. Ich steuere jetzt einfach mal planlos los. Mal schauen, was mir da unter die Augen kommt. Moment bitte kurz. Ich habe nämlich Anfang der Woche auf Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, welche Themen dich besonders interessieren momentan, worüber ich denn so reden sollte, weil wir haben jetzt alle wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, 70% der Fragen waren zum aktuellen Fall des Coronavirus. Die allermeistgestellte Frage war die Frage, wie kann man denn in dieser Zeit Gott vertrauen? Wie kann in dieser Zeit, in der sehr viel Ungewissheit herrscht, wie kann man da seine Gewissheit auf Gott bringen und festbleiben? Eine weitere Frage war zum Beispiel, was kann Gott überhaupt tun? Also, wenn wir jetzt beten in dieser Zeit, wenn wir uns in dieser Zeit auf unseren Glauben besinnen, kann Gott überhaupt etwas daran ändern, wenn dieses Problem vielleicht menschengemacht ist? Und zwei andere Fragen, die wahnsinnig interessant sind, auf die ich mich jetzt speziell in diesem Video auch stürzen möchte, sind die Fragen: Ist es vielleicht eine Strafe Gottes? Das ist eine Frage, die sehr, sehr oft auch in den Medien thematisiert wird. Die Frage, kann man das Ganze vielleicht als Zorn Gottes verstehen? Ist das eine Äußerung von Strafe gegen unsere Sünden vielleicht? What the fuck? Wie fern ist die Frage nach, ob der Coronavirus ein Zorn Gottes ist? Bitte eine Frage, die in den Medien häufig thematisiert wird. Welche Medien liest du? Den Hexenhammer? Du meine Hackfresse, da waren wir ja im 18. Jahrhundert schon weiter. Im 18. Jahrhundert, spätestens nach dem Erdbeben und dem Tsunami von Lissabon, hat ein gewisser Voltaire, guter Mann, der hat. Als da die ersten ankamen und gemeint haben, das ist die Strafe Gottes, ihr seid alle Sünder und ihr habt euch das selber zugeschrieben. Da hat es sich dann der olle Voltaire nicht nehmen lassen, mal nachzufragen, wie es dann sein könne, dass bei dem Erdbeben an Allerheiligen die ganzen Kirchen und Kathedralen eingestürzt sind, die Gläubigen alle getötet haben und die Bordellviertel stehen noch. Guter Mann. Und gute Frage. Wisst ihr, Leute, ich habe echt keinen Bock drauf, mir das zu geben, diesen ganzen Theologie-Arschblöd-Kram. Das Video von der dauert eine halbe Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir auch vielleicht gerade mal nur die Hälfte davon wirklich geben will. Haben wir denn wirklich nichts anderes auf YouTube? Ich finde, Periode ist auch Männersache. Und deswegen sollten wir anfangen, miteinander darüber zu reden. Okay, ich bleib doch bei der Gottesanbeterin. Und zwei andere Fragen, die wahnsinnig interessant sind, auf die ich mich jetzt speziell in diesem Video auch stürzen möchte, sind die Fragen: Ist es vielleicht eine Strafe Gottes? Das ist eine Frage, die sehr, sehr oft auch in den Medien thematisiert wird. Die Frage, kann man das Ganze vielleicht als Zorn Gottes verstehen? Ist das eine Äußerung von Strafe gegen unsere Sünden vielleicht? Und zu guter Letzt die Frage, die öfters kam, als man meinen möchte, die Frage, ob dieser Virus vielleicht zusammenhängt mit dem Weltende, mit der Offenbarung. Alles super spannende Fragen und ich hoffe, dass ich heute irgendwas Interessantes dazu sagen kann, dass du das Gefühl hast, ich bin schlauer aus diesem Video herausgekommen, als ich hineingegangen bin. Das wäre mein Wunsch. Ich möchte nie, dass Menschen das Gefühl haben, sie verlassen mein Video dümmer, als sie es vorgefunden haben. Liebe Annabelle, das ist sehr freundlich von dir, aber da brauchst du keine Sorgen zu machen. Meine mentalen Abwehrkräfte sind stark genug, um auch dieses geistige Virus jetzt hier zu ertragen. Dass ich am Ende schlauer aus dem Video hervorgehen werde, als ich vorher war, das wage ich eher zu bezweifeln. Da will ich doch es eher mit Dr. Faust halten. Und nun stehe ich da, ich armer Thor, und bin so klug als wie zuvor. Vornherein möchte ich einen Disclaimer sagen. Und zwar weiß ich, dass diese Fragen, ist das die Strafe Gottes, ist das das Weltende, für Unbetroffene super spannend sind. Ich finde diese Fragen extrem spannend und ich hatte mega viel Spaß, für dieses Video zu recherchieren. Wo recherchiert man bitte sowas im Wachturm? Und Ansichten zu finden, weil ich studiere das ja im Prinzip auch. Ich studiere auch Theologie. Ich weiß aber auch, dass diese Fragen für jemanden, der betroffen ist, abartig verletzend sein können. Das heißt, wenn ich in diesem Video drüber spreche,
ist es die Strafe Gottes? Fragezeichen. Dann möchte ich damit niemanden persönlich beschuldigen, so nach dem Motto, du bist schließlich selber dran schuld, irgendwas hast du falsch gemacht, du hast Gott verärgert. Das möchte ich auf gar keinen Fall so darstellen, sondern das einfach als differenzierte Argumentation, verschiedene theologische Standpunkte darzustellen und einfach zu fragen, wie kann man Gott sehen in dem, was passiert? Kann man Gott verantwortlich machen für das, was passiert? Und was ist unsere Rolle als Christen, wie wir das verstehen sollten? Von daher, nimmt, egal auf welcher Seite ihr euch befindet, dieses Thema nicht persönlich. Dankeschön. Wie gesagt, es gibt einige Zeitungen und einige Medien, die sich in letzter Zeit damit befasst haben, ob dieser Virus, ich eine Sache nicht gelernt habe, aber noch nicht verinnerlicht habe, ist, dass ich immer dachte, das Virus, ich dachte, es wäre maskulin. Ich dachte immer, es wäre der Virus. Das macht doch auch viel mehr Sinn. Also nicht, weil ich denke, dass Viren was Männliches an sich haben, sondern weil das einfach besser klingt. Der Virus. Oder klingt wahnsinnig viel logischer als das Virus. Gut gerettet, Annabelle. Naja. Im Übrigen, es ist egal, ob du der oder das Virus sagst. Laut Konrad Duden ist beides richtig. Und nochmal die Frage, welche Medien und was für Recherchequellen benutzt du, so dass du hier sagen kannst, es würde die Medien die Frage beschäftigen, ob das Coronavirus eine Strafe Gottes sei und ob der Weltuntergang kommt? Und in welchem Umfeld treibt man... Fuck it, red weiter. Ich stelle die Fragen nachher. Also, viele Medien haben sich in letzter Zeit damit beschäftigt, wie das Ganze zu verstehen ist. Es gab einige Artikel, auch in säkulären Zeitschriften, wo die Frage war, ist das Ganze als Strafe Gottes zu sehen? Vor allem, weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viele biblische Plagen in unserer Welt gesehen haben. Beispielsweise die Brände in Australien oder die Heuschreckenplage in Ostafrika. Und Heuschreckenplagen und Seuchen und Brände sind Dinge, die sehr, sehr, sehr biblisch klingen oder für uns Christen als Plagen Gottes sehr vertraute Bilder sind. Das Interessante ist, dass wir nicht die ersten Menschen sind, die 2020 darauf kommen, dass Gott uns vielleicht mit einer Epidemie straft, sondern dass es eigentlich ab dem 14. Jahrhundert relativ gang und gäbe war, Seuchen auf Gott hinzudeuten. Beispielsweise die Pest und es Nee, nicht erst seit der Pestepidemie von 1349 und seit dem 14. Jahrhundert wird das so interpretiert, sondern schon seit der Antike, seitdem deine Bibel oder die Texte, aus der später die Bibel wurden, geschrieben wurde, wurden Epidemien oder irgendwelche katastrophalen Naturereignisse als göttliche Strafe interpretiert. Einfach aus der Tatsache heraus, dass die Leute keine andere Erklärung hatten, weil sie von der Welt überhaupt nichts verstanden haben und man erst später der Sache auf den Grund gegangen ist, weil einem vorher die Mittel dafür gefehlt haben oder weil man zu abergläubisch war. Im Grunde, weil man so ähnlich war wie du. Und was Heuschreckenplagen oder Waldbrände angeht, ja, es ist ja nicht so, als hätte es das ja noch nie gegeben. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht vollkommen normal im Naturablauf, dass es solche gibt. Was jetzt explizit die Waldbrände in Australien angeht, bei denen ist es so, die werden schlimmer, genauso wie die Starkwetterereignisse, was daran liegt, dass der Planet sich erwärmt. Dadurch nehmen solche Extremwetterereignisse oder auch so Waldbrände in ihrem Ausmaß zu. Aber dass solche Sachen in der Bibel auftauchen, sollte einem nicht wundern, weil im Prinzip hat es solche Sachen immer schon gegeben. Und was die biblischen Plagen angeht, so ist es relativ wahrscheinlich, dass ein Teil der biblischen Plagen sich tatsächlich ereignet hat, wenn auch nicht so in der Art und Weise, wie das dann später in der Bibel ausgeschmückt wurde und in den Zusammenhang mit Gott Jahwe gesteckt wurde. Aber es ist wahrscheinlich, dass zumindest es über Ägypten damals 1500 vor Christus stockduster wurde am Tag, weil nämlich es belegtermaßen zum selben Zeitpunkt auf Santorin einen Vulkanausbruch gab, der Asche im gesamten östlichen Mittelmeerraum verstreut hat. Also sorry, nein, kein Punkt für biblische Plagenszenarien, kein Punkt für mystische Gottesstrafenerklärungen und so weiter. Nein, es lässt sich alles wissenschaftlich erklären. Sondern dass es eigentlich ab dem 14. Jahrhundert relativ gang und gäbe war, Seuchen auf Gott hinzudeuten. Beispielsweise die Pest. Und es gibt eine ganze
eine ganze Kunstgattung und ich kenne mich mit Kunst nicht aus. Ich habe das vorhin bei Wikipedia gelesen, okay? Ich habe gelesen, dass es eine ganze Kunstgattung gibt von Malereien, wo man versucht, in die Pest Gott rein zu interpretieren. Also, dass Gott in Form von der Pest auf die Welt kommt, um sie zu richten. Das heißt, dieser Gedanke, vielleicht steckt Gott dahinter, ist kein neuer Gedanke und gab es auch schon früher. Jetzt möchte ich im Folgenden auf verschiedene Thematiken eingehen. Und ich gebe euch kurz eine Inhaltsangabe. Und zwar erstens Zorn Gottes. Was ist der Zorn Gottes? Bestraft Gott uns? Gibt es da verschiedene Sichten im Christentum, in der Theologie? Dann meine persönliche Meinung zur Strafe, zum Zorn Gottes. Dann gehen wir auf die Thematik Weltende und Offenbarung. Wie ist das Ganze zu verstehen? Und warum kann man unsere Geschehnisse vielleicht in die Offenbarung reindeuten? Meine Meinung zum Weltende. Und dann kommen wir zu meinem Fazit zum Virus und schlussendlich dazu, wie man als Christ in dieser Phase, in dieser Zeit, in der wir leben, an Gott glauben kann und auf Gott vertrauen kann. Und da zeige ich euch einen meiner absoluten Lieblingsverse, was, wenn es um Gottvertrauen geht. Fangen wir an mit dem Zorn Gottes. Das ist ja alles ganz schön und doof. Aber wie schon gesagt, liebe Leute, das Video unserer staatlich geprüften Gottesexpertin hier dauert insgesamt eine halbe Stunde. Und wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich das jetzt ein bisschen zusammenfassen, was sie jetzt dann sagt zwischendrin und euch nur die besten Ausschnitte zeigen. Ihr könnt euch das Video in voller Länge anschauen. Ich werde es natürlich wie immer in Gänze in der Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten machen wir jetzt einfach weiter. Der Zorn Gottes ist bei uns Christen heutzutage und bei uns generell Menschen heutzutage eigentlich kein großes Thema mehr, weil wir wirklich in den letzten Jahrzehnten einen guten Job darin gemacht haben, Gott immer mehr zu verweichlichen. Und ich sage das ganz unwertend, aber bei uns hat sich das Gottesbild sehr, sehr stark gewandelt. Meine Oma beispielsweise, die hat noch bei Gewitter gedacht, dass das Gottes Zorn wäre. Und deswegen haben die Kinder früher sich abartig vor Gewitter gefürchtet, weil sie dachten, das ist der Zorn Gottes. Ja, dann ist ja gut, dass wir inzwischen in jeder Schule den Kindern beibringen, was hinter einem Gewitter steckt. Und dass wir seit circa 200 Jahren schon ungefähr wissen, was in einer Gewitterwolke vor sich geht. Naja, gut, sagen wir mal, seitdem man die Elektrizität entdeckt hat, was nicht ganz 200 Jahre sind, natürlich. Aber sagen wir es so, Annabelle, dass wir heutzutage nicht mehr sagen, Gott schleudert die Blitze oder Gott schimpft, aber wenn ein Gewitter kommt, es liegt einfach nur daran, dass wir in den letzten 150 Jahren dazugelernt haben und wissen, dass Blitz und Donner auf elektrostatische Aufladung der Gewitterwolken beruht. Heutzutage ist Gott für uns dieser liebende Opa, der auf der Wolke sitzt und niemandem was Böses will und jedem vergibt. Und zumindest ist es so in protestantischer Tradition, in evangelischer Tradition, dass wir Gott eher als den Vergeber sehen, als den Zornigen, eher als den Liebenden, als den Zornigen. Naja, sehen wir mal von den evangelikalen Evolutionsverweigerern im Bible-Belt mal ab. Ja, abgesehen von denen hat sich die evangelische Kirche da sehr gewandelt, meines Erachtens ein bisschen zu sehr. Während die katholische Kirche immer noch den Ruf hat, zu rückwärts gewandt und zu verstaubt zu sein, hat die evangelische Kirche beschlossen, sich dem Zeitgeist anzuschließen. Und wenn da halt sich jede Veränderung in der Weltanschauung des politischen Establishments mitzumachen. Was mir zwar immer noch ein bisschen lieber ist als die Hardliner vom Bible Belt, aber insgesamt führt das dazu, dass die evangelische Kirche ihre Mitglieder schneller verliert als die katholische, weil sie eben keine eigene Meinung mehr zu bestimmten Themen hat. Meines Erachtens ist es nicht schlimm. Im Gegenteil, ich freue mich ja sogar, wenn Leute keine Religionsgemeinschaft mehr brauchen, um sich selber ein Bild von der Welt, von Ethik, von sonstigen Fragen zu machen. Aber wenn ich mir anschaue, dass dafür die Sekten zunehmen, wenn ich mir anschaue, dass stattdessen obskure Lehren, Esoterik, Blödsinn und so weiter grassiert, ist mir nicht ganz wohl dabei bei dem Gedanken, durch was der Kirchenglaube dann ersetzt wird, wenn er abnimmt.
Von daher ist es für viele Leute wahnsinnig fremd, wenn sie in der Bibel lesen und dann plötzlich auf den Zorn Gottes stoßen. Und das ist auch eine Nachricht, die ich mega, mega oft bekomme. So, hey, wie kann ich den Zorn Gottes verstehen? Ich habe die Bibel gelesen, das ist voll schön und so. Und ich habe auch den Epheserbrief gelesen, den ich, mein Favorite. Und der Zorn Gottes ist wirklich was, wo man sich, wie oft habe ich in diesem Video schon Zorn Gottes gesagt. Ihr dürft jedes Mal, wenn ich Zorn Gottes sage, einen Ingwer-Shot trinken. Igitt. Scheiße, Mann. Wenn ich Firngard wäre, dann würde ich jetzt mir das Ganze schön saufen und jedes Mal mir einen Jägermeister hinter die Binde kippen. Aber ich mach das Spiel mit, aber stattdessen jedes Mal einen Fruchtsmoothie von True Fruits, okay? Also jedes Mal, wenn ich Zorn Gottes sage, nimmt einen Ingwer-Shot. Auch wenn der Zorn Gottes für uns heute sehr fremd ist, findet man ihn dennoch sehr prominent im Neuen Testament und zwar in gar nicht so hintersten Ecken, sondern eigentlich ist es immer ein sehr dominantes Thema. Also beispielsweise im Römer 12, Vers 19 heißt es: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben im 5. Buch Mose: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und nicht nur da wird vom Zorn Gottes geredet, sondern das ganze Buch der Offenbarung, ein ganzes Bibelbuch, spricht eigentlich vom Tag des Zorns. Von daher, der Zorn Gottes ist gar nicht so weit weg, ist gar nicht so ominös, sondern ist wirklich eigentlich präsent in der Bibel. Und deswegen haben so viele Menschen so ein Problem damit, weil sie sagen, überall ist eigentlich von Liebe die Rede und plötzlich kommt der Zorn. Und wie passt das Ganze zusammen? Und da habe ich, so gut wie ich bin, der gute Theologiestudent, der ich bin, zwei Theologen herausgeholt, die ich, deren Ansätze zum Thema Zorn Gottes ich heute präsentieren möchte. Ich finde, man braucht mal ein generelles Verständnis von einem Gottesbild und was Zorn eigentlich bedeutet und was Gottes Zorn eigentlich ist, bevor man einen Schluss zieht, ob dieser Virus ein Zorn Gottes sein könnte. Also, jeder Theologiestudent kennt den Namen Schleiermacher, ein Theologe. Und ich stelle kurz dar, was er zum Thema Zorn Gottes zu sagen hat. Schleiermacher sagt, dass die Rede vom Zorn Gottes, zumindest so wie wir sie heutzutage praktizieren, eigentlich eher darauf zurückzuführen ist, dass wir ein sehr unvollständliches und sehr vermenschlichtes Gottesbild haben. Weil Zorn ist ja so eine typisch menschliche Emotion. Und Zorn hat ja auch nicht wirklich was Rationales. Ah, aber natürlich ist Liebe und Gütigkeit keine menschliche Emotion. Aber versteht mich nicht falsch. Mir ist ein Typ, der sich seinen Gott irgendwie nachsichtig und human vorstellt, natürlich tausendmal lieber als ein Depp aus dem Bible-Belt. Und im Gegensatz zu den noch schlimmeren Leuten da in Saudi-Arabien der Ecke kann man mit so jemandem, der einen Hippie-Gott verehrt, wenigstens zusammen leben. Aber ihr tut so jetzt, oh Gott, die glauben an einen zornigen Gott, das ist so vermenschlicht, Gottes Zorn und bla. Aber hier wird vollkommen übersehen, dass auch der barmherzige, der gütige, der großzügige Gott genauso vermenschlicht und anthropomorph ist. Was ist es denn? Ist das denn kein menschlicher Charakterzug? Und von der ganzen Vorstellung, dass Gott und seine Welt, die er geschaffen hat, ständig um das Wohlbefinden und um die Belange der Menschen besorgt und sich um die Interessen der Menschen dreht. Diese ganze Welt, der Gott ist immer für die Menschen da und der Gott will für die Menschen das Beste. Ich weiß, das habe ich schon so häufig gefragt und häufig stelle ich die Frage, ob sie nicht einmal einen Gedanken verschwendet haben, ausgerechnet an Leute, bei denen jeder Gedanke eine Verschwendung ist. Aber habt ihr schon mal einen Gedanken daran verloren, dass das alles viel zu vermenschlicht ist, dass ihr die ganze Natur vermenschlicht und auf das Dasein des Menschen fixiert und konzentriert? Ein Weltbild, das eigentlich schon seit Kopernikus und allerspätestens seit Darwin hinfällig ist, weil sich seitdem herausgestellt hat, dass, wenn wir Menschen nicht existierten, es dann eben irgendwas anderes statt unserer gäbe. Weil wir schon seit spätestens 150 Jahren
und seit frühestens 500 Jahren wissen dürften, dass die Welt sich nicht um uns und nicht um unsere Interessen und nicht um unsere Gefühle und nicht um das, was uns lieb und teuer ist, dreht. Und mal anders gefragt, wenn wir Menschen eine Spezies wären, die zu denen gehört, die von Geburt an selbstständig sind, sowas wie Meeresschildkröten halt, und die keine Eltern brauchen, die sie großziehen, hätten wir dann das Bedürfnis nach einer göttlichen Vatergestalt? Ich bezweifle das. Die Tatsache, dass wir einen gütigen Gott haben wollen und die Tatsache, dass wir einen Gott haben, der auch Gesetze für uns macht, der Regeln für uns erlässt, der aber uns immer begleitet und uns Gesellschaft leistet und uns hilft, das sind alles Vorstellungen, die eine Spezies Mensch nicht hätte, wenn sie nicht ein Herdentier wäre und wenn sie nicht eine Spezies wäre, die auf soziale Interaktionen und auf ein gewisses solidarisches Miteinander und auf gruppeninterne Regeln angewiesen wäre. Mit anderen Worten, wären wir Meeresschildkröte, hätten wir so einen Gott mit Messias und allem Pipapo drumherum nicht, sondern dann wäre es für uns völlig normal, dass wir in unserem Leben auf uns selbst gestellt sind, dass uns niemand hilft, damit würden wir leben müssen. Und in einem wie auch immer gearteten Jenseits, falls wir als Meeresschildkröten an ein solches glaubten, würden uns bestenfalls die Ninja Turtles erwarten. Von daher sagt Schleiermacher, dass eigentlich der Zorn Gottes die, Zitat, Unvollkommenheit unseres Glaubensbekenntnisses ist und eher ein Ausdruck unseres Unvermögens, uns Gott wirklich vorzustellen. Des Weiteren sagt Schleiermacher, dass Jesus selbst nie vom Zorn Gottes spricht. Ich habe das nicht geprüft, ich überlasse es euch. Ihr dürft gern alle vier Evangelien nochmal ganz durchlesen und gucken, ob irgendwo das Wort Zorn Gottes vorkommt. Schleiermacher sagt, Jesus selbst spricht nie vom Zorn Gottes. Wenn, dann ist es Paulus oder eben Johannes in seiner Offenbarung. Also mir ist auch nicht bekannt, dass Jesus in der Bibel selber vom Zorn Gottes spricht. Allerdings spricht Jesus sehr wohl vom Höllenfeuer, in dem die Sünder brennen werden, in dem ein Heulen und Zähneknirschen vorherrscht und so weiter und so fort. Und dann wäre da ja auch noch das Johannesevangelium, mit dem das Neue Testament abschließt, welches am Ende von einer unbarmherzigen Schlacht zwischen Gut und Böse erzählt, in der Jesus höchstpersönlich nochmal zurückkommt und selber ein paar Leute niedermetzelt, weil er seine Hippie-Phase hinter sich gelassen hat und jetzt doch noch ein bisschen Hand anlegen wollte. Und am Ende werden die Guten und die Bösen getrennt, also all diejenigen, die das Pech hatten, im falschen Teil der Welt, in die falsche Religion und so weiter hineingeboren zu werden, so dass sie am Ende nicht an Gott geglaubt haben oder nichts vom Messias wissen konnten, weil sie einfach in eine andere Religion hineingeboren wurden und andere Sachen erzählt bekommen haben. Und all diese armen Seelen haben am Ende auch laut dem Neuen Testament, einfach weil sie nicht so geworden sind, wie Gott sie gern gehabt hätte, das große Vergnügen, von Gott persönlich zu dessen Homie mit der Mistgabel geschickt zu werden, der sie bereits ungeduldig zum fröhlichen allgemeinen Barbecue in Gottes SM-Keller erwartet. Und er sagt, dass Paulus wahrscheinlich auch nur darüber spricht, weil er mit den Menschen mit den Mitgliedern des Alten Bundes spricht. Sprich, also die ersten Christen, die eigentlich noch sehr jüdisch geprägt waren, die diesen Alten Bund des Alten Testaments eben sehr verinnerlicht hatten. Und im Alten Testament, wir wissen es alle, ist der Zorn Gottes omnipräsent. Also Gott ist quasi als Zorn definiert. Paulus wollte die Menschen gar nicht so sehr daran erinnern im Sinne von fürchtet euch vor diesem Zorn, sondern erinnert euch an diesen Zorn, aber seid getrost, dass ihr von diesem Zorn erlöst seid. Oh ja, im Neuen Testament werden die Leute von Gottes Zorn erlöst, so sehr, dass er am jüngsten Tag dann doch alle in die Hölle sperrt, wenn sie nicht so waren wie er. Und wenn das so ist, wie kommt es dann, dass Jesus im Johannesevangelium höchstpersönlich zur Schlacht von Armageddon zurückkommt, pünktlich zum Weltenende, um dann selber in dieser Schlacht mit Hand anzulegen und alle niederzumetzeln, die nicht so sind, wie Gott sie haben wollte? Paulus wollte die Menschen gar nicht so sehr daran erinnern im Sinne von fürchtet euch vor diesem Zorn, sondern erinnert euch an diesen Zorn, aber seid getrost, dass ihr von diesem Zorn erlöst seid. Schleiermacher sagt ebenfalls, dass der Zorn Gottes eigentlich
überhaupt nicht zum Christentum passt. Weil es im Christentum gar nicht mehr darum geht, dass wir Menschen uns mit Gott versöhnen, sondern wir Menschen sind mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Es geht jetzt nur noch darum, dass wir Menschen uns mit uns gegenseitig versöhnen. Das ist das Zentrum des Christentums, sagt er. Und er sagt einen super tollen Satz, den ich euch nicht paraphrasieren, sondern in seiner vollen Glory vortragen möchte. Und zwar sagt er, die Rede vom Zorn Gottes hat einen Wahrheitsgehalt, weil sie den göttlichen Unwillen gegen die Sünde ausdrückt, der sich dann aber wiederum in göttlichem Erbarmen äußert. Das heißt, er sagt, der Zorn Gottes ist schon irgendwo wahr, weil er drückt aus, dass Gott uns nicht in Sünde haben möchte. Und dennoch wiederum ist Gott erbarmungsvoll. Er sagt weiter, unter dem Zorn Gottes zu sein, sei eine Zustandsbeschreibung derer, die in Feindschaft gegen Gott leben. Das heißt, er sagt, der Zorn Gottes ist gar keine Konsequenz, sondern ein Zustand derer, die sich nämlich von Gott abwenden. Er sagt, aber nicht in dem Sinne, dass Gott auf sie zornig wäre, sondern dass ihr Zustand dem entspreche, was das Resultat davon wäre, wenn Gott auf sie zornig wäre. Das ist ein super schwieriger Satz, den muss man ein paar Mal lesen, um ihn zu verstehen. I don't want to live on this planet anymore. Das sage ich auch immer, wenn ich auf irgendwen sauer bin oder wegen irgendwas angepisst bin, ich bin gar nicht zornig auf dich, aber du lebst in meinem Zorn. Mein Zorn ist bloß ein Zustand, in dem du dich befindest. Hat nichts damit zu tun, dass ich beleidigt bin. Und ich bin überrascht, wie viele Leute mir das dann immer glauben, wenn ich das sage. Das ist ein super schwieriger Satz, den muss man ein paar Mal lesen, um ihn zu verstehen. Aber er sagt, dass Gott schon zornig ist. Aber dass der Zorn Gottes ein Zustand ist, ein Zustand der Abgewandtheit von Gott. Das heißt, wir entscheiden uns dazu, uns von Gott abzuwenden und befinden uns dann im Zorn Gottes. Aber nicht deshalb, weil Gott auf uns zornig ist, sondern weil Gott auf den Zustand zornig ist. Und der Resultat dieses Zustandes ist das, was wir uns vorstellen, was Zorn wäre. Also Unglück in dem Fall. Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr den Satz ungefähr 500 Mal lest, dann macht er irgendwann Sinn. So wie alles im Theologiestudium. Besser hätte ich es nicht sagen können. Annabelle, du bist die ehrlichste Theologin, die ich seit langem gehört habe. Wenn man eine Sache nur x-mal genug liest und glauben will, dass sie wahr ist, dann wird man auch Gründe finden, warum sie wahr ist, sodass man dran glauben kann. Ja, genau. Also Gottes Zorn beruht nicht darauf, dass wir uns falsch verhalten haben und Gott deswegen dann angepisst ist, weil wir uns in einer Weise verhalten haben, die ihm nicht gefällt, was er aber hätte vorher wissen können, wenn er denn allwissend wäre, sondern Gottes Zorn ist ein Zustand, in dem man gerät, weil man sich nicht so verhält, wie Gott es für uns gern gewollt hätte. Und deswegen ist Gottes Zorn nicht Ursache für unser Fehlverhalten. Hä? Frage: Ist das kognitive Vermögen eines Menschen vor dem Theologiestudium schon beeinträchtigt oder ergibt sich das erst im Laufe des Studiums? Und wieder einmal erhärtet sich mein Verdacht, dass Theologie einfach bloß die rhetorische Kunst ist, bei Bedarf irgendwelche antiquierten, primitiven Scheißtexte, die aus irgendwelchen Mythologien zusammengebastelt wurden, von Völkern, die es schon gar nicht mehr gibt, so umzuinterpretieren, dass sie halbwegs modern klingen, ihnen einen zeitgemäßen Anstrich zu verleihen, den einem möglichst genügend Leute abkaufen sollen, wenn sie nicht genau genug hinhören. Glaube muss keinen Sinn machen, sondern Glaube muss Sinn stiften. Damit ist, denke ich, alles gesagt. Glaube muss keinen Sinn machen, man muss sich nur damit wohlfühlen. Das ist schön und gut, kann man machen, aber ein Argument, das mich überzeugen würde, ist das jetzt nicht. Und ich will jetzt eigentlich zum Ende des Videos schon kommen. Das Problem ist, vom Originalvideo ist gerade mal die Hälfte durch.
Deswegen will ich den Rest jetzt hier überspringen und will gleich zu dem eigentlichen Punkt des Videos, der schon im Titel des Videos, ob Corona eine Strafe Gottes sei, enthalten ist, kommen. Nämlich ihrer Meinung dazu, ob der Coronavirus eine Strafe Gottes ist. Springen wir am besten zu der Stelle, bevor wir das Video jetzt hier beenden. Das ist eine sehr krasse Predigt, glaube ich, war für Leute, die da noch am Zweifeln sind. Aber heute möchte ich auch noch meinen persönlichen Vers dazugeben, den ich noch nicht gehört habe in dem Zusammenhang. Und zwar ist es der Vers in Matthäus 10, Vers 29. Und zwar sagt er: Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Fünfer und nicht einer von ihnen fällt zu Boden, ohne dass euer Vater davon wüsste. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Was dieser Satz sagt ist: Kein Spatz fällt zu Boden oder kein Fünfer. Ich weiß nicht, auf was es sich bezieht, wie dem auch sei. Es heißt, kein Spatz fällt zu Boden, ohne dass euer Vater davon wüsste. Und bei euch sind sogar auf dem Kopf die Haare alle abgezählt. Das bedeutet, Gott weiß alles. Gott ist in Kontrolle über alles. Gott hat die Kontrolle über alles. Gott bekommt alles mit, was hier passiert. Scheiße, Mann. Wenn die DDR nicht ein atheistisches Weltbild gehabt hätte, dann hätten die ihn bei der Staatssicherheit gut gebrauchen können. Wenn Gott eine Festanstellung bei der Stasi gefunden hätte, dann gäbe es die DDR heute noch. Garantiert. Wir haben alle irgendwelche Sorgen, die uns beschäftigen und sind manchmal pessimistisch gegenüber der Zukunft, manchmal wahnsinnig frustriert und ängstlich vor der Zukunft, weil wir nicht wissen, was passiert und habe ich das unter Kontrolle und was kann ich tun, ist dieser Satz für mich immer wieder das, was mich zurückbringt, wo ich weiß, Gott weiß alles und Gott hat sogar diese Haare auf deinem Kopf gezählt. Das ist krass. Er hat viel Freizeit. Viel Gott weiß von allem, was auf der Welt passiert und von allem, was noch passieren wird. Von daher ist das die ultimative Hoffnung, die wir haben können. Und deswegen glaube ich einfach, muss ich in dieser Zeit daran erinnern, dass Gott genau wusste, dass das jetzt passiert, dass er bei uns ist und dass er die Kontrolle hat zu jeder Zeit und dass wir genau darauf vertrauen können. So, das war mein Senf. So, ich hoffe, dass dieses Video interessant war, dass ich dem Thema mit dem nötigen Respekt entgegengekommen bin, dass ich über die Themen gesprochen habe, respektvoll und interessant und dass du, wie gesagt, irgendwas davon mitnehmen konntest, vielleicht ein paar neue Gedanken hast oder... Nein. Ach, wie freundlich! Gott ist bei uns, Gott hat alles im Griff, Gott hat alles unter Kontrolle, aber er lässt einen Haufen Leute verrecken und zwingt uns, irgendwelche unangenehmen Maßnahmen zu ergreifen, um das Schlimmste zu verhindern. Und dabei ist das hier noch nicht einmal die schlimmste Epidemie aller Zeiten, die es gegeben hat. Das ist ja vergleichsweise moderat. Diese Maßnahmen sind zwar lästig, aber es gab deutlich mehr Elend in früheren Epidemien. Wenn Gott auch bei diesen Unglücken eigentlich die Kontrolle gehabt hätte und gewusst hätte, was kommt, dann sehe ich, Mädel, keinen Grund dafür, ihn noch um irgendwas zu bitten oder auf seinen Beistand zu hoffen, weil dann kann er mich mal. Ich persönlich habe noch nicht einmal irgendeine schlechte Meinung von Gott, weil ich glaube ja gar nicht mal, dass er existiert. Ich würde sagen, wenn es diesen Gott gäbe oder es irgendeinen Schöpfer gibt, dann wären wir ihm gleichgültig. Ich würde es ihm noch nicht einmal negativ auslegen, denn wir sind einfach auch ein unbedeutender Teil seiner Schöpfung, der vollkommen verzichtbar für das Weltganze ist. Wir spielen weder auf temporaler noch auf lokaler Ebene irgendeine Rolle in seiner Schöpfung. Und ein Virus ist ja schließlich auch Bestandteil von Gottes Schöpfung und ist fester Bestandteil dieser Natur, die er geschaffen hat und des Mechanismus der Evolution. Survival of the fittest. Etwas, mit dem dein Gott vollkommen einverstanden ist. Und nein, Leute, ihr könnt es euch selber anschauen, sie ist nicht der Meinung, dass der Coronavirus Gottes Strafe ist. Aber sie sagt bei jedem Satz, den sie sagt, noch trickreicherweise dazu, dass man es nicht genau wissen könne. Genauso beim Weltuntergang sagt sie auch, wir können es nicht genau ausschließen.
Mit dieser Argumentation könnte sie auch Tarotkarten legen oder bei Astro TV arbeiten. Ich glaube nicht, dass diese Sache, die uns gerade widerfährt, eine Strafe Gottes ist. Ich glaub's nicht. Ich habe Artikel gelesen, wo Menschen gesagt haben, natürlich ist es nicht die Strafe. Und ich sag so, warum natürlich? Warum natürlich? Warum bist du dir so verdammt sicher? Und das ist einfach wichtig, in theologischen Fragen sich im Hinterkopf zu behalten. Bist du dir so sicher? Weißt du so viel, dass du hundertprozentig sagen kannst, was ist und was nicht so ist? Von daher, ich sag nur, was ich meine. Und ich glaube eben nicht, dass es der Zorn ist. Aber ich bin auch fähig, eines Besseren belehrt zu werden. Auf jeden Fall. Ich beende jetzt das Video an dieser Stelle, auch wenn ich einen gehörigen Teil des Videos hier überspringen musste. Ihr könnt euch das Video in voller Länge geben. Ich rate euch dringend, wenn ihr das Trinkspiel macht, bitte nichts Alkoholisches, weil sonst seid ihr am Ende genauso breit, wie Firngard es immer in seinen früheren Videos war. Und ich wünsche euch viel Spaß, weil die sagt noch viel, viel mehr unheimlich Lustiges in dem Video. Zum Beispiel beim Thema Weltuntergang sagt sie das hier noch. Kommen wir zum Thema Weltende. Ich verfolge sehr, sehr gerne Menschen auf YouTube, die meinen, dass in ein paar Tagen die Welt untergeht. Ich finde es mega spannend und ich will auch nicht sagen, ich will mich jetzt auch hier nicht so darstellen, als wäre ich noch nie darauf hereingefallen oder so. 2012 hatte ich auch mega Schiss, dass die Welt untergeht. Habe ich euch zu viel versprochen oder habe ich euch zu viel versprochen? Ich rate euch, wer sich einen lustigen Abend machen will und ein lustiges Wochenende, kann mal ihren ganzen Kanal durchstöbern, da kommen mehr so Aussagen. Und haltet den Sturzhelm bereit, weil ihr werdet vom Stuhl fallen. Und ich glaube natürlich auch nicht, dass der Coronavirus das Ende der Welt ist, noch dass es Gottes Strafe ist. Und wenn doch die Welt jetzt wegen des Coronavirus untergehen sollte, dann will ich vorher wenigstens noch im Lotto gewinnen und mit dem Papst zusammen eine Herrenboutique in Wuppertal aufmachen. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.